Gale. Ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Ein Pass. Was ist los? Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job. Den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto, guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bei
bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeholt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen! Should I stay or should I go? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, Ole. Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter. Deine Mutter andererseits. Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst das glauben. Hilfe! Hilfe! Nutzt dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin... Yuma, wir müssen reden. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 4. Ich habe mir gedacht, da heute das große Gameplay zu Far Cry 6 ja gerade gelaufen ist, das große Gameplay-Reveal, machen wir heute einfach nochmal einen Klassiker und spielen... Was zum Teufel? Was zum Teufel? Da wird ordentlich gefoltert.
Gehen wir mal eben in die Pause rein und spielen nochmal Far Cry 4. Das ist nämlich der Teil, den ich persönlich am meisten vernachlässigt habe. Alle anderen habe ich durchgespielt. Der vierte ist der einzige, den ich nie durchgespielt habe und den wir auch noch nicht als Let's Play hier auf dem Kanal haben. Wir haben ja bereits Far Cry 3 damals in der Remastered Edition geletsplayed. Wir haben Far Cry 5 geletsplayed mit allen DLCs. Wir haben Far Cry New Dawn geletsplayed. Teil 1 und 2 sind vielleicht mittlerweile tatsächlich ein bisschen überholt. Aber jetzt machen wir einfach mal Far Cry 4. Und je nachdem, wie die Reaktion auf dieses Video ist, also je nachdem, wie viele Leute hier gucken, wie viele Daumen es gibt und wie viele Leute kommentieren, mache ich da ein komplettes Let's Play für euch draus. Oder wir belassen es einfach bei einem ausgeprägten Angespielt. Aber ich habe mir gedacht, es ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist die Untertitel ausstellen. Die nerven nämlich. Genau, ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall eine nette Sache, im Far Cry 6 Hype jetzt nochmal einen älteren Teil auszupacken und uns damit die Wartezeit auf Far Cry 6 zu verkürzen. So, in diesem Sinne hauen wir hier mal rein. Wie gesagt, selber nie komplett durchgespielt, was eigentlich eine Schande ist. Da haben wir was zu lesen. Aber das können wir jetzt nachholen. RA-Memo, verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Schatz. Sergeant Misra. So, mir fällt gerade ein, da vorne lag, glaube ich, noch Geld auf dem Tisch, wenn ich mich recht entsinne. Also den Anfang hier kenne ich. Ich habe das damals, ich würde sagen, oh, der arme Kerl, ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Erstes Drittel bis zur Hälfte. Also nicht sehr weit. Und ich weiß, dass viele immer in die Kommentare geschrieben haben, mach doch mal Teil 4 und... Teil 4 war doch cool und Pagan Min ist so ein cooler Typ und deshalb machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe gerade gesehen, es gab ein bisschen Tearing, also machen wir V-Sync an. So. Da gibt es noch was zu lesen. Hier haben wir die Reisedaten von Mr. Paul Harmon. Die könnt ihr euch selber durchlesen, das ist nicht so spannend. Und hier haben wir noch, arbeite nicht so viel. Hey Daddy, ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Zwinker, zwinker. Ich hab dich lieb. Ashley XOXOXO. Mensch. Das kleine verwöhnte Bike. Onkel John. Hey Daddy. Wenn du das nächste Mal hier bist, musst du unbedingt den Boiler reparieren. Du weißt, dass ich Onkel John nicht mag. Und wenn du weg bist, ist er ständig unten im Keller und repariert irgendwas. Und das Wasser wird immer noch nach 5 Minuten Duschen kalt. OMG, der ist so lahm. Oder so lame. Lame ist er. PS, denk dran, mir was Schönes mitzubringen. Hab dich lieb, Ashley XOXO. Immer nur Sachen mitbringen. Mitbringen, mitbringen, mitbringen. Mann, 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 Mann. Und da haben wir noch was. Und dann haben wir, glaube ich, gleich auch fertig gelesen. RA-Memo, Glockenturmsender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendungen vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf Weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Möge Pagan Mins Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Wer auch sonst. Ja. Nette Leute hier. Wenn man sich das da unten so anhört. So, die Kiste da vorne, die haben wir. Sonst würde sie noch flackern. Ja, ich würde sagen, dann haben wir alles. Dann gehen wir mal in den Brutzelkeller und schauen, was da so abgeht. Na, oh, fuck. Oh, fuck. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Eieiei, ich kann's mir nicht mit ansehen. Du bist Goldener Pfad, ein Terrorist, ein Böser. Und AJ Gale. Das heißt,
Mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Na, ich weiß ja nicht, ob ich verstehen würde, wenn man mich da in der Brutzelbude zurücklassen würde. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Jetzt aber schnell. AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Okay, let's go. Also ich weiß noch, es macht hier wenig Sinn zu kämpfen. Am besten einfach durchrennen. Elefantös! Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die! Die nehmen wir doch glatt. Und die Mucke lassen wir einfach laufen. Damit heißt es zwar höchstwahrscheinlich Goodbye Monetarisierung, aber was soll's. In dem Fall scheißen wir mal auf die Monetarisierung. Scheiß auf die 1,50 €. Mit Mucke ist es einfach viel atmosphärischer. Schieß auf sie! Mach ich! Scheiße! Oh, pass auf! Jawohl! Jetzt wird's ernst. Festhalten! Tja, der Klassiker. Als Far Cry-Protagonist musst du auf jeden Fall am Anfang des Spiels erstmal durch die Hölle gehen. Das gehört dazu. AJ, wenn du mich hörst, antworte! AJ Gale, antworte bitte! Du bist doch da. Hallo. Hallo. Kyra sei Dank. Hier ist der Ball. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Kriegen okay. Das kriegen wir hin. Das packen wir schon. So, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der miese Teil, das weiß ich noch. Auf jeden Fall ein bisschen Munition sparen und hier ein bisschen absneaken. Ist ja auch eigentlich lustig so. Es gibt ja eigentlich die Far Cry-Formel. Es ist immer so ein bisschen dasselbe. Hochcharismatischer Bösewicht gegen sehr farblosen Protagonist. Oh. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Eigentlich in jedem Teil. Ich bin gespannt, wie es in Teil 6 jetzt wird. Auf einen absolut charismatischen Antagonist können wir auf jeden Fall wetten. Das wird mich wundern, wenn es da keinen gäbe. Ich bin mal gespannt, wie der Protagonist im neuen Teil wird. Ob der so diesmal vielleicht ein bisschen charismatischer ist. So, hinterher. Ich meine, ich habe mir die Steuerung je schon umgelegt. Jawohl. So, dann können wir erstmal die Waffe mitnehmen und den Hoshi durchsuchen. So, aber trotzdem bleiben wir hier mal im Schleichmodus. Da kommt der nächste. Sehr schön. So,
bei dem heißt es jetzt Daumen drücken. Dass der sich jetzt nicht umdreht. Jawohl. Das hat auch gut geklappt, die Schleicherei. Nochmal eben durchsuchen. So. Hervorragend. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es weitergeht. Es ist auch echt schon ewig her, dass ich das hier gespielt habe. Ich weiß gar nicht. Far Cry 4, wie lange ist das her? Den locken wir erstmal weg. Was war das? Verdammt, ich glaube, der ist tot. Oh nein! Durchsucht alles! Hier läuft ein Mörder rum! Eine Belohnung Mörder wie Mörder. Für den, der ihn findet! Wir müssen den Mörder finden! Augen auf! Mensch, der ist weg! Na komm, wir ballern einfach. Ein paar Schuss haben wir ja. Ich will nur nicht allzu verschwenderisch mit den Schüssen umgehen, weil ich weiß noch, damals, als ich das Ding gespielt habe, habe ich unglaublich versagt schon im Prolog hier im Tutorial. Lecker fleischig. Damit können wir gleich auf jeden Fall auch was Lustiges machen. Zack. Köder, genau. Was man hier an der Stelle echt mal sagen muss. Das Spiel ist unglaublich gut gealtert. Ich finde, das sieht immer noch super aus. Das kann man auch heute noch echt gut spielen. Also sowieso generell. Ich würde sagen, ab dem dritten Teil kann man sich die ganzen Teile auch heute immer noch sehr gut geben. Also wenn ihr noch nicht jeden Far Cry Teil durchgezockt habt und irgendwas braucht, um euch die Wartezeit auf Teil 6 zu versüßen, ab Teil 3 kann man da wirklich sehr gut alles nachholen. So. Wir wollen Fleischi haben und dann geht da unten gleich die Post ab. Ein Bär! Auch immer so eine der coolsten Sachen in Far Cry. Das mit Einbeziehen der Flora und Fauna. So, der lebt sogar noch. Ach du Scheiße. Hallo. Ja. Das ist jetzt doof. Dann muss ich ihn leider töten. Nur weil ich ihm ein Stück Fleisch hingeworfen habe, ist der natürlich mir trotzdem nicht so wohlgesonnen, dass er mich hier einfach durchgehen lassen würde. Lecker Herzi. So. Oder Fleischi. Und warte mal, da liegt auch einer. Am besten alles mitnehmen. So, nochmal Munition. Und eine kleine Schnapsflasche. Die kann uns noch sehr hilfreich sein. Also weiter geht's. So. Ich weiß gar nicht, ob hier noch großartig viele Sachen lagen. Da auf jeden Fall nicht. Aber hier können wir hoch. Überblicken wir die Lage erstmal. Genau, mit der guten alten Kamera.
waren doch hundertprozentig noch nicht alle. Da ist noch einer. Okay. Ich würde sagen, wir haben da wieder einen schönen Tierkäfig. Das verspricht wieder ein bisschen extra Spaß. Aber erstmal muss der Kollege da weg. Der Wind kann gern stärker werden. Ich würde sagen, ich packe jetzt einfach die Brechstange aus. Kitty Cat macht das da schon. Dann. Oh, bleib mir von der Pelle. Ich wollte gerade sagen. Tut mir sehr leid, aber da muss der Helfer oder unsere Helferin hier leider sterben. So. Aber das läuft doch bis jetzt ganz gut. Das läuft doch gut vor sich hin, würde ich sagen. So. Ich glaube, es ist auch nicht mehr allzu weit. Ich weiß auch echt nicht mehr, ob es sich hier im Prolog so krass lohnt, alles zu durchsuchen. Ob hier wirklich so viele Sachen rumliegen. Da ist noch ein bisschen was. Also Muni und Geld kriegt man hier auf jeden Fall. Zack. Ach ja, herrlich. Naja, und generell, ne, im großen Far Cry 6 Hype, wenn ihr euch für Far Cry interessiert und Bock auf mehr habt und ich das hier jetzt doch nicht letzten Endes als Let's Play bringen sollte, es gibt ja noch die Far Cry 3 und Far Cry 5 und so weiter Let's Plays hier auf dem Kanal, die kann man gerne gucken. So, zur Erinnerung. Sie arbeiten für mich, um mir starke und gesunde Bestien zu liefern. Meine Untertanen kommen nicht nach Shannat, um zu sehen, wie schwache und gebrechliche Tiere von den Gnadentod empfangen. Sie wollen unterhalten werden. Sie wollen, dass es zwischen zwei gleich starken Gegnern zu Blutvergießen kommt. Und sie wollen ihr Geld verlieren, aber trotzdem zufrieden nach Hause gehen. Entweder sie liefern mir Tiere, die eines Turniers in Shannat würdig sind, oder sie werden die Zuschauer in der Arena demnächst persönlich unterhalten. Lang lebe König Min Nor. Ja, ich sag ja, nur nette Leute hier in Kyrat. Alle hochgradig sympathisch. So, da ist mir fast die Stimme abgeflogen nach meinem grummeligen Vorlesen. Ich glaube, wir müssen darüber. So. Es ist auch, glaube ich, nicht mehr so weit. AJ, mein Junge, bist du beschäftigt? Geht so. Stört's, wenn ich dich anrufe? Ja. Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Der arme Tim Melzer. Eieieiei. So. Merk, merk. Tiere töte ich noch nicht. Das werden wir später noch zur Genüge tun. Da geht's rüber und... Röpala! Knapp, aber geschafft. Wo führt uns... Ach, wir hätten auch da... Okay. Das ist einfach nur ein Bonusweg. Eine andere Route. Und da haben wir es geschafft. Ey! Wirf ein Seil runter. Seil? Danke. Ja. Und dann geht's aufwärts. Und wenn ich mich recht entsinne, dann müsste das hier der Prolog gewesen sein. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Alles klar. Und auch hier nochmal
Ich finde, es sieht immer noch richtig nice aus, oder? Also man kann sich das wirklich sehr, sehr gut auch heute noch geben, das Spiel. Sieht echt gut aus. Naja, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was so passiert. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Yo. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht gehört. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Wie anteilnahmslos er das mitbekommt. Verdammt. Wir sind aufgespürt worden. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Hier kommt ja gleich noch das dicke Ende. Okay, das schaut gut aus. Oh, 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 oh. Da musste ich gerade nachladen. Tut mir furchtbar leid. Unten bleiben. Ja. Jetzt reicht's aber auch. Mit Ansturm hier. AJ, Lawine. Ganz genau. Die kommt ja auch noch. Oh mein Gott. Lieber hier rein. Hui. Bums die Bums. Leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Ja, das war der Prolog. Sieh mal einer an. Sehr schön. Damit haben wir es jetzt eigentlich erst... Wir haben Pagans Heli gesehen. In die richtige offene Welt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Zum Glück. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale, Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen, Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich hab nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Das kriegen wir hin. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Ja, meine Damen und Herren, das war Far Cry 4. Im Zuge des Far Cry 6 Gameplay Reveals. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Nummer hier, einfach mal wieder ein paar Jahre zurückzugehen und nochmal in ein altes Far Cry reinzuschauen. Ich finde, man kann das Ding immer noch wirklich sehr, sehr gut spielen. Das macht immer noch einen sehr guten Eindruck, grafisch, storytechnisch ja wahrscheinlich sowieso.
Und der Bösewicht ist natürlich wie immer ein Kracher. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr Far Cry 4 habt, dann haut mir das gerne in die Kommentare rein. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht doch noch ein Let's Play dazu mache oder ob wir es einfach als kleine Reise in die Vergangenheit jetzt dabei belassen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, reingehauen!